So, hallo meine Freunde, wie ihr seht, seht ihr das Menü? Und gegen Swansea simulieren wir das Spiel mal, weil danach folgt nämlich der Kracher gegen Arsenal und den wollte ich euch eher präsentieren, wie das Spiel hier gegen den 16. oder 17. Deswegen schauen wir hier einfach mal in die Simulation. Das ist jetzt nur die Ausnahme, weil jetzt eben Arsenal direkt danach folgt und die Meisterschaft eigentlich schon so gut wie entschieden ist. Jetzt sollten die Jungs hier mal treffen und das machen sie auch. Balotelli trifft kurz vor der Pause und Sturridge erhöht auf 2-0 direkt nach der Pause. Jetzt ist Lampard für Sterling und Johnson für Balotelli eingewechselt worden. What the fuck? Ja, egal. Auf jeden Fall Sieg 2-0 gegen Swansea, ganz souverän. Gut gemacht und jetzt geht's direkt weiter hier gegen Arsenal. Danke, Chef. Ja, ihre Leistung. Okay, sie stehen auf jeden Fall zu uns, das ist immer schön. Und jetzt gehen wir direkt in das Spiel, was die kommende Partie angeht. Er möchte natürlich nicht auf der Bank sitzen, sondern eingesetzt werden. Das können wir uns jetzt noch spontan dazu entscheiden. Jetzt schauen wir einfach mal, wie es hier läuft. Wer hier müde ist, Sterling ist platt. Okay, Lamela, kriegst die Chance, dich wieder zu beweisen. Gerrard ist immer noch nicht ganz fit. Da bringen wir wieder lieber mal Henderson und Wickham. So. Skrittel, die sind alle noch ganz in Ordnung, was die Ausdauer angeht. Jetzt schauen wir mal, wie sich Lamela hier wieder beweist. Aber unser Hauptaugenmerk liegt natürlich nicht nur auf Lamela, sondern auf der Gesamtleistung. Die muss stimmen und die muss vor allem gegen Arsenal stimmen. Denn Arsenal ist kein einfacher Gegner. Auf gar keinen Fall. Deshalb machen wir das Bestmögliche. Und zwar gewinnen. Arsenal spielt mit Gabriel in der Innenverteidigung. Rositzky wird spielen, okay, statt Cazorla. Welbeck und Walcott sitzen auch nur auf der Bank. Dos Santos, den haben sie gekauft. Ich weiß nicht, was im Winter. Ich glaube, im Winter für 20, 30 Millionen Euro. Der ist heute die Sturmspitze. Und schauen wir uns an, wie das mal hier läuft. Im Emirates Stadium. Lamela. Verliert erstmal den Ball gegen Ramsey. Oxlade-Chamberlain, guter Pass, kommt nicht an. Oh, da hat Lamela viel Platz auf der Seite. Oh, oh, oh. Ah, schade, Gabriel macht das hier gut. Ein ziemliches Chaos bis jetzt noch, was die Pässe angeht. Die kommen hier alle nicht wirklich so sauber an. Debussy. Oxlade verliert den Ball an Alaba. Alaba wieder gutes Tackling und sowas will ich dann eben sehen. Guter Pass. Nochmal guter Pass. Lamela, Tor! Er beweist, dass er ein sehr, sehr guter Einkauf war. Herrlicher Pass nochmal von Coutinho, da denkt überhaupt nicht egoistisch, sondern spielt nochmal hoch. Und Lamela in die entgegengesetzte Richtung des Torwarts macht seinen 5. Treffer in dieser Saison. Der kam ja erst im Winter, hat also für uns vielleicht 4 Tore geschossen. Oder? Ich weiß gar nicht, ich glaube 1 hat er nur für Tottenham gemacht. Da war er aber natürlich auch nicht so offensiv aufgestellt wie bei uns. Bei uns ist er ja schon fast rechter Stürmer. Bei Tottenham war er rechtes Mittelfeld. Musste da natürlich mehr für die Defensive machen. Muss er hier auch natürlich, aber er hat hier auch mehr Zug zum Tor, das ist ganz klar. Jetzt Moreno sieht, dass Sturridge da startet. Herrlicher Pass, Sturridge. Schade. Gute Parade. Sehr, sehr gute Parade vom Torhüter. Wieso spielt eigentlich Rositzky? Ich verstehe es nicht. Kann ja an Verletzungen liegen, ich weiß es nicht. Coutinho. Sehr gut gemacht, kommt da nicht vorbei, fällt. Gibt aber keinen Pfiff.
Das Spiel geht nochmal weiter. Es gibt Einwurf. Auf den Schädel von Sturridge. Überhaupt kein Druck hinter dem Ball und Szczęsny hat kein Problem, den Ball zu fangen. Ja, abseits diesmal von Sturridge. Aber es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, wie er immer versucht, da zu starten, durch die Abwehr zu laufen, die Lücke zu finden. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Coutinho hier hinten, ey, was macht der denn da? Wieder hier. Das meine ich mit Sturridge. Sucht die Lücke, findet die Lücke meistens auch. Das Anspiel kommt dann auch oft, nicht immer, aber es kommt hin und wieder mal. Und das gefällt mir dann sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir schön. Oh Mann, das war kein Deutsch. Aber egal. Oh, in der Mitte ist Platz, aber das kriegen wir nochmal unter Kontrolle. Oh, und Coutinho verliert dann hier den Ball im Aufbauspiel. Rosicki kommt gut vorbei. Oxlade, Chamberlain. Gut gesehen von Henderson. Ja, Ball ein bisschen zu weit für Sturridge. Gut gemacht. Balotelli. Schade. Oh, gut rausgefischt von Adler. Der Kopfball von Dos Santos hier. Flache Ecke. Kein Problem fürs Krittel. Dachte ich zumindest. Der Ball ist immer noch heiß. Oh, aber Klein klärt. Sturridge. Jetzt die Kontermöglichkeit. Immer noch. Coutinho. Pass in die Mitte. Schade. ...40 Minuten gespielt. Es ist auf jeden Fall ein offenes Ding hier. Arsenal lässt sich nicht hängen, die greifen weiterhin an. Und haben jetzt wieder eine Möglichkeit über Rosicki. Flanke kommt perfekt und Dos Santos köpft vorbei. Also es könnte auf jeden Fall schon öfter geknallt haben als nur dieses eine Mal hier. Es scheitert bis jetzt an mangelnder Präzision von Arsenals Seite aus. Oh, Balotelli probiert es einfach. Harmloser Schuss und das dürfte es eigentlich gewesen sein. 2 Minuten Nachspielzeit. Aber ich glaube kaum, dass hier noch was passiert. Vielleicht. Nee, das dürfte es eigentlich gewesen sein. Ja, das war's hier. 1-0, erste Halbzeit. Puh. Und deshalb ist jetzt noch alles offen. Balotelli nehmen wir mal runter für Lallana. Nee, für Alaba. Und bring dann Allen rein. Und Thiago. Nee. Ich probiere das mal anders. Ich probiere mal Lamela hier. Hier, Coutinho da, so. Wie ist das? Nee, Lamela wollte ich nicht auswechseln, sondern nur so. Und dann bringen wir noch Can für Henderson. So. Dann spielt Can auch mal wieder im defensiven Mittelfeld. Da, wo ich ihn eigentlich am liebsten habe. Wir mussten ja ein bisschen Stabilität da ins Defensivspiel bringen. Vielleicht ist das jetzt die entscheidende Lösung. Hier, Lamela erstmal. Kommt nicht zum Schuss. Schade. Walcott ist auch auf dem Platz. Viel Platz auf der rechten Seite jetzt. Klein. Alaba. Na, schade.
Wollen wir testen, wie sich Alaba jetzt da auf dem rechten Flügel macht. Vielleicht kann er ja sogar ein Tor schießen, man weiß ja nie. Oh, schade, das wäre es gewesen, wenn da der Pass nochmal durchgekommen wäre. Allen, super Einsatz. Alaba, der soll doch da vorne stehen. Was macht er jetzt da hinten? Oh, schade. Der hätte schön kommen können. Na, schade. Cazorla jetzt auch auf dem Platz. Rosicki, glaube ich, gar nicht mehr da. Dafür jetzt Cazorla. Also Arsenal hat auf jeden Fall offensiver gewechselt hier mit Cazorla für Rosicki und mit Rocket. Die wollen auf jeden Fall hier nochmal was machen. Die erste Halbzeit hat schon so ein bisschen angedeutet, wohin die Reise führt. Auf unser Tor nämlich. Und jetzt muss es nur noch an der Umsetzung. Da muss jetzt noch ein bisschen dran gefeilt werden. Aber naja. Gut gemacht von Alberto Moreno. Ich liebe ihn einfach. Gut gesehen. Jetzt Lallana. Lallana. Lallana mit dem schwachen Fuß fällt und es gibt keinen Strafstoß. Das habe ich ein bisschen anders gesehen. Da war kein Ball mehr. Da hätte man auf jeden Fall pfeifen können. Nicht müssen, aber können. Weil ich denke, dass Lallana hier auf jeden Fall berührt wird und der Ball nicht. Und dann ist es meiner Meinung nach Elfmeter. Aber gut. Jetzt gibt es stattdessen Eckball für Arsenal. Mertesacker kommt jetzt rein für Koscielny. Und Adler fängt den Ball sicher. Hallo. Sterling. Sturridge, sorry. Sturridge. Kommt da nicht durch. Aber Lallana. Schade. Jetzt muss Arsenal nochmal alles nach vorne werfen. Gute 10 Minuten haben sie hier noch Zeit. Giovanni dos Santos wird direkt von Skrittel attackiert. Und Klein setzt auch nach. Und Klein holt hier dann auch den Ball zurück. Sturridge. Ah, gut gemacht von Mertesacker. Jetzt die Möglichkeit hier. Cazorla auf Dos Santos, aber Skrittel stellt sich in den Weg. Jetzt kommen wieder vermehrt die Grätschen. Das haben wir schon bei Man United gesehen. Wenn es knapp wird, helfen nur noch Grätschen. Jetzt hier die Möglichkeit. Gleich die letzte. Sakho klärt. Und jetzt. Lucky Punch nach vorne. Alaba. Kriegt er den noch? Kriegt er den noch? Er kriegt ihn nicht mehr. Schade. Eine Minute Nachspielzeit, aber das dürfte es dann eigentlich auch gewesen sein. Bei einer Minute glaube ich kaum, dass sie hier noch einen Angriff hinkriegen. Da dürfte es eigentlich gelaufen sein. Moreno hat sich verletzt anscheinend. Oh je, oh je, oh je.
Komm, pfeife ab, Schiri. Jawohl, er pfeift wirklich ab. 1-0 gewinnen wir auch, wie schon gegen Man United. Ganz, ganz knappes Ding. War auf jeden Fall mehr drin. Mehr Tore hätten hier durchaus fallen können. Aber naja, gut für uns, dass es so gelaufen ist. Relativ minimalistisches Spiel, was die Chancen angeht. Aber naja, solchen Fußball gibt es eben auch. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann und ciao.